Hi Leute, schön euch mal wieder zu sehen hier an der Stelle. Willkommen zurück oder beziehungsweise willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder was Feines für euch. Die japanischen Biertests gehen in die nächste Runde. Beim ersten Mal hatten wir ja das Asahi-Bier. Ich kann es ja mal kurz holen. Steht nach wie vor mal noch immer im Regal. Und heute trinken wir was ganz Spezielles. Denn ich möchte mit euch das Iki-Bier probieren. Das ist dieses hier in dieser schicken, ja, Verpackung. Es scheint so ein bisschen gelblich. Ne? Das liegt daran, dass da Grüntee mit drin ist. Grüntee und Yuzu-Frucht. Ich kann mal kurz googeln, beziehungsweise ich kann mal kurz gucken, ob ich euch die Yuzu-Frucht mal zeigen kann. Nichtsdestotrotz ist das die Yuzu-Frucht. Sieht aus wie eine Zitrone. Nur in klein. Hybridpflanzenart aus der Familie der Rautengewächse. Ach so, ist eine Mischung aus Limette und Mandarine und leicht bittere Note. Okay, das klingt sehr interessant. Machen wir das ganze Bier mal auf. Ich bin so gespannt. Ich gucke im Moment so eine japanische Serie auf Amazon Prime. In der geht es darum, dass ein einer der bei oder in einer Werbeagentur arbeitet, ein Bad nimmt. Also hier ins Badehaus geht ins Japanische und sich danach immer ein Bier reingibt. Und ich bin einfach, ich habe einfach so Bock auf japanisches Bier. Trinken wir einfach mal hinter mit dem Mist. Oh. So macht ihr übrigens immer. Ich hoffe, der Weitwinkel geht in Ordnung. Die Belichtung ist auch nicht die beste, aber sorry. Ich versuche so ein bisschen diese Yuzu-Frucht bzw. den grünen Tee rauszuschmecken. Soll das jetzt mit grünem Tee sein? Ich habe grüner Tee gelesen. Ja, ach, grüner Tee doch. Hier, Weizenmalz, grüner Tee, Hopfen, Yuzu, natürliches Aroma, Milchsäure und Zitronensäure. Ich habe es extra vorher gekühlt. Schade, also ich merke leider vom grünen Tee gar nichts und von der Yuzu-Frucht auch nichts. Mehr Schein als Sein. Ich dachte, er hätte jetzt einen außergewöhnlichen Geschmack irgendwo. Leider nicht. Trotzdem war es mal eine schöne Erfahrung. Ja. Ich finde die Flasche ziemlich geil, muss ich übrigens mal an der Stelle sagen. Ja. Gefällt mir sehr gut. Durch dieses Glas schimmert das Ganze so ein bisschen gelb und wirkt so ein bisschen gesünder und oh. Und grüner Tee und keine Ahnung. Das ist mir auch, glaube ich, immer Kopfsache. Asahi-Bier, würde ich sagen, schmeckt ähnlich. Ist auch nicht zu herb. Wobei das Iki-Bier mit der Yuzu-Frucht drin, ist ein bisschen herber als das Asahi-Bier. Also das Asahi-Bier ist wirklich für Leute, die vielleicht diesen herben Biergeschmack nicht so mögen, ganz in Ordnung, denke ich mal. Ist allerdings jetzt auch kein Pfand drauf. Die ist wirklich. Was soll ich sagen, Leute? Ist durchaus ein gutes Bier. Ich habe mir aber mehr erhofft. Ein bisschen Grüntee und Yuzu-Frucht mag wahrscheinlich drin sein, aber das ist prozentual gesehen wahrscheinlich ganz, ganz, ganz gering. Dennoch, designtechnisch finde ich es ziemlich geil. Ich kann es euch nochmal in die Kamera zeigen. Und auch von der Idee her, so mit Grüntee und mit Yuzu, habe ich noch kein Bier gesehen, was in die Richtung geht. Ja, geschmacklich würde ich das vielleicht so in eine 6 einordnen oder so, 6 von 10 Punkten. Ja, ich hoffe, die hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal irgendwann, Leute. Haltet die Ohren steif und bis dann, ne? Ciao.